Willkommen zurück zu Lucius. Wir sind im 8. Kapitel. Jetzt geht es Onkel Tom an den Kragen. Und ja, ich bin gespannt, wie das aussehen wird. In der letzten Folge haben wir den Superclipper gefunden. Und wenn er sich mal wieder einen schruppen will, könnten wir das Gleitgel mit dem Kleber austauschen. Natürlich vorher. Bevor er sich einen runterholt. Aber ich bin mal gespannt. Es ist wieder Wochenende, ich habe Zeit zum Aufnehmen. Fällt mir in den letzten Wochen irgendwie ziemlich schwer innerhalb der Woche. Nicht, weil ich keine Zeit habe, sondern weil man einfach zu kaputt dafür ist. Heute bleib ich nahe der Hölle. In Kammern zu liegen ist mein Wille. Aufs Dreirad. Und los. Ja, in der letzten Folge habe ich die Vermutung geäußert, dass unser Großvater genauso ein Bündnis mit dem Teufel eingegangen ist. Und dass er das im Intro war. So, die Seite ist eigentlich voll, da kann eigentlich nichts mehr dazukommen. Wir haben alle drei Geschenke. Sonst würde ich auch nicht auf dem Dreirad sitzen. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Wo sind die denn alle? Natürlich wird es immer leerer, aber so viele sind noch gar nicht weg. Hallo, wo seid ihr alle? Man hört im Hintergrund immer so eine Tür. Das ist mir ja schon in der ersten Folge aufgefallen. Aber niemand öffnet eine Tür. Wo sind die alle? Hat das irgendeine Bedeutung? Na, da ist Mama. Hier sind überall Pfützen. Mama? Lass deinen Vater in Ruhe. Er ist sehr angespannt. Er muss gerade eine Menge verarbeiten. Oder ist Papa dran? Tja. Unser Papa hat sich ja zur Wahl gestellt, ist ja zurzeit Senator oder will zum Senator werden. Ja, und jetzt kommt das natürlich für die Presse nicht gut. Aber laut der Aussage des Detectives ist ja Onkel Tom dran. Ein weiterer Selbstmord und er scheint ihn dahin getrieben zu haben. Warum bekomme ich immer solche Fälle? Weiß ich nicht. Papa? Moment. Es kotzt mich übrigens sehr an, dass gefühlt in den letzten 3 Monaten jedes Video. Was ist nun mit dem Kind? Er fängt an, mir unheimlich zu werden. Das sind gefühlt in den letzten 3 Monaten. Jedes Video asynchron ist, ich mir das nachschneiden muss.
Ich glaube, ich muss mich einen Moment hinlegen. Ja, und jetzt habe ich bei dir, sorry, wir haben ein bisschen verändert. Das wird ja extrem nervig bei den zukünftigen Spielen, wenn das immer asynchron ist. Und da werde ich dann mehrere Stunden spielen. Hintereinander. Nervt deine Mutter, ja? Ich muss ein paar Dinge herausfinden. Was ist nun mit dem Kind? Er fängt an, mir unheimlich zu werden. Was ist denn mit euch heute alle los? Ist doch keiner gestorben aus unserer Familie. Opa? Opa! Du bist es. Keine Sorge, mein Sohn. Alles läuft nach Plan. Hallo, Lehrer. Es ist Lesezeit. Weiter mit unserem Buch. Das Fass von Amontillado. Wir waren an Bergen von aufgehäuften Knochen und Fässern vorbei, oh, bis in den entferntesten Teil der Katakomben gelangt. Wir setzen den Unterricht später fort. Habe ich jetzt im letzten Kapitel immer was verpennt? Warst du kürzlich im Weinkeller? Dort ist etwas, das du dir unbedingt ansehen musst. Du wirst es sicher finden. Da war ich doch schon, Opa. Er meint den Raum. Ich belausche die mal weiter. Dieses blöde Schwein. Da liegt übrigens irgendwo eine Kassette von meiner Band herum. Hast du sie gesehen? Hä? Hallo, Liebe. Weißt du, die Zeit vergeht mit Musik. Hallo. Hey, kleiner Mann. Ich hoffe, du planst keine Expedition in den Weinkeller. Das findet deine Mutter bestimmt nicht gut. Was ist denn da? Ach, weil Onkel Tom sich im Kummer ertränkt. Ich dachte, Opa meint den Satanistenraum. Fesseln zum Festbinden von Opfern auf dem Tisch. Flasche mit tödlichem Gift.
War das einfach nur der Hinweis wegen dem Item? In den Ladescreens stand ja immer, man sollte auf die Leute hören. Die würden einen Weg weisen. Eine Flasche mit tödlichem Gift. Und das könnte ja vielleicht auch Opa gemeint haben. Die Flasche mit dem tödlichen Gift. Die Zeit vergeht mit Musik. Hallo, Lusch. Moment. Wir wissen ja jetzt, dass man vom Badezimmer aus in Toms Zimmer gucken können. Das machen wir jetzt mal. Und langsam hat man es mit dem Räumen hier raus. Ich sehe nicht. Okay. Wenn Tom jetzt zum Säufer mutiert und wir eine Flasche mit Gift haben, könnten wir das natürlich in sein Getränk kippen. Auch noch zu. Plündert er die Kneipe? Kassette. Hört Tom jetzt die Musik? Wo ist er doch? Da ist er. Onkel Tom. Und das scheint sein richtiges Zimmer zu sein. So, ich habe jetzt auch was getrunken, aber das war nichts mit Alkohol. Oh, Lucius. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum hat sie das getan? Es gibt Sachen, die kann man nicht erklären. Tom. Er trinkt ihn schon seit einem Monat. Anscheinend hatte er wirklich Gefühle für Jupiter. Das erinnert mich daran, dass ich eine Karte auf dem Tisch sah, als ich die Kamera nahm. Ich habe die Kamera gefunden. Es muss hier etwas Nützliches geben. Ja, da habe ich doch jetzt das Gift her. Bitte, ich muss jetzt allein sein. Was müssen wir jetzt mit den... Oh, Lucius. Wie konnte sie das tun? Warum sollte sie so etwas tun? Oh, Lucius. Warum? Ich verstehe es nicht. Warum hat sie das getan? Du musst dich aufrappeln, Onkel. Steh auf, such dir einen Job. Ah.
Ah, hier. Lol. Ach so. Ich dachte, ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert gewesen. So. Und die geben wir jetzt unseren Onkel. Bitte. Ich muss jetzt allein sein. Gönn dir, Onkel. Genieß den Whisky. Das ist alles so schlimm. Moment mal. Ich krieg keine Luft. Du. Du! Das warst du! Du kleiner Scheißer! Du hast das alles getan! Du! Jetzt bist du mal wieder bei Jovita, Onkel. Töte 8 Menschen und liebe es. Ja, ich hab's genossen. Tom, ich bin es, Charles. Mach bitte die Tür auf. Oh, Scheiße! Nein! Nicht das! Nein! Nicht das! Ja, man findet doch Rückstände vom Gift. Mr. Wagner, mir fehlen die Worte. Sie haben eigene Schlüsse gezogen, Detective. Unsere Familie erleidet eine große Schande. Ich habe nur noch geringe Hoffnung. Ich möchte, dass Sie und Ihre Männer das Haus bis zum Abend verlassen. Für Sie gibt es hier nichts mehr zu tun. Wir werden uns ab jetzt selbst um unsere Probleme kümmern. Noch einmal, Ihr Verlust tut mir wirklich leid, Mr. Wagner. Ich werde für Sie und Ihre Familie ein Gebet sprechen. Warum ist er jetzt so? Vergib mir, Vater. Ich habe gesündigt. Meine letzte Beichte ist, oh, ich weiß nicht, schon sehr lange her. Da gibt es eine Familie. Ihr Heim wird von Unglücken heimgesucht, die ich nicht erklären kann. Ich habe versucht zu helfen, aber ich habe mich vielleicht zu sehr eingemischt. Ich habe Albträume. Fürchterliche Szenen spielen sich in meinem Kopf ab. Und diese Familie, sie sind die Schauspieler. Ich glaube, diese Familie braucht Hilfe, mein Sohn. Ich glaube, die Kirche sollte intervenieren.